23, dass die. Alles leergeräumt. Crazy. GG. Wollen wir nochmal alles zusammenbauen? Können wir machen. Der kleine Edit am Rande. Ja, wir machen einfach Edit. Der wollte empfehlen, eine Art Rocket Ready. Könnt ihr kurz mal warten oder raten. Richtig, waren 50 Euro natürlich. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Einkaufstour. Ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Und natürlich müssen wir die Einkaufstour auch mit ein bisschen F1 starten. Ja, einmal die... Füll noch mal runter. Ach so, sorry. Wir haben hier die Samurai von Pyroland F1. Und damit gucken wir mal, wie die sind. Gleich auch mal erster Test. Das ist schön, ne? Okay, schöne kleine Teile. Wie viel Gramm sind drin? Sind auch nicht viel drin. Das ist halt der F1. Aber oder? Dafür ganz nett. Ja, 4,5. So viel machen wir noch rein. Und eine Biene hinterher. Das ist süß. Dafür ist lieber F1. Und damit kann die Einkaufstour starten. Ah, da steht schon jemand am Fenster. Kannst du mal winken? Nein. Ja, klar. GG. Geh vor. Der erste, jetzt leider noch mit Mikrofon von der GoPro, aber danach dann mit den Wireless-Dingern. Wir haben das Kabel vergessen. Die wurden ein bisschen fündig. Wir haben sogar ein paar Sachen mehr gekauft aus der Not jetzt, aus der Schnelle. Aber ja, High-Speed Rockets, muss ich sagen, echt geile Verpackung. Ohne richtig geiles Design. Fünfmal die Fette zu groß, da bin ich schon happy. Ich habe die gesehen, nehme ich gleich mit. Schwester, Bruder, finde ich. Einmal Kubis zum Testen. Ganze Vulkane, da fehlen noch zwei Stück. Ja, Sky Shorts waren alle direkt leer, Yin und Yang, Matrix, Daredevil, vielleicht zweimal die Matrix. Ich glaube, du wolltest nur einmal sogar. Zwei, nee, zweimal. Zweimal, manchmal. Die Laser und die Bloody Brilliant. Ist das die? Ja, ist die Bloody Brilliant. Ja. Ohne einmal geschossen. Die eine Seite ist gar nicht gelabelt. Ja. Und die Double Touch, sehr wichtig. Na dann, wir sehen uns dann bei Pyrolux. Lass mal, die haben wir noch nicht. Ja, die direkt wieder reinkommt von der Orange. Welche haben wir noch nicht? Die Plasma. Datocheck. Wir waren jetzt bei Pyrolux sehr erfolgreich und jetzt geht's ab zu Thomas Philips. Alles hier. Aber die haben wir noch. Alles leer hier, stimmt's? Alles leer geräumt. Crazy. Oh, die ist auch so. Aber ein bisschen zugeschlagen bei Pyrolux. Ja. Die ganze Kiste voll. Jetzt hochgetragen. Juhu. Den ersten Stier habe ich schon kaputt gemacht. Perfekt. Meine Freunde, wir sind jetzt kurzer Zwischenstand, jetzt wieder kurz zu Hause.
waren jetzt gerade bei Thomas Phillips. Alles leer, da war ja Albert komplett leer gefühlt. Ihr habt es ja gesehen. Albert, überhaupt nichts mehr da. Meinten auch, dass sie nichts mehr rankriegen. Also da haben manche echt zugeschlagen. Ein paar Stories haben wir ja gesehen, da sind sie mit 4Es rausgegangen. Aber dafür haben wir umso mehr bei Pyrolux zugeschlagen. Ihr seht schon hier oben, Killer-Raketen. Wir haben auch sehr viel jetzt ausverkauft. Zum Beispiel die und ich glaube auch... Galaxy zum Beispiel. Galaxy waren fast ausverkauft, aber will ich später nochmal sehen. Ende, genau, nochmal ein richtiges Unboxing sehen. Kannst du ja da mal reinfilmen, die ganzen Bilder. Bei Lidl waren wir auch erfolgreich, eine Riesenschlange, habt ihr glaube ich auch gesehen. Gehen jetzt gleich nochmal zu Kaufland, gucken wir, ob wir da nochmal die fehlenden Vulkane rankriegen. Ja. Vor allem für 6 Euro, dass die Leute sich darauf gestürzt haben, weil wir sind da reingegangen und die Leute so, ja, okay, sind Vulkane. Und ich direkt bam, 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 bam. Welches? Alle gesichert. Aber es gab auch geile Gratisartikel, wie zum Beispiel den Funke Superböller 2. Nimm mal gern, Mann. Das sind ganz okay, wa? Alles klar. Ja, also King haben wir auch bekommen. Die hätten jetzt 10 Euro, glaube ich, eine Packung gekostet. Das crazy. Deswegen Pyrolux, Liebe geht raus. Ja. Die haben echt immer geile Auswahl. Danke auch an den Fahrer, an Jaron, dass du uns da abgeholt hast. Und Top 10 wurde uns empfohlen von 2013 von Jorge mit knapp 20 Gramm. Wollen wir mal gucken. Vielleicht ein kleiner Überraschungshit. Ja. Könnte es werden. So, was ist jetzt Plan? Essen oder... Kaufland. Ging an dich. Boah, gute Frage. Wenn nicht, vielleicht Kaufland erstmal? Ja, dann sehen wir uns bei Kaufland. Na dann. Gleich. Ja, Mann. Ja, aber unten haben wir keine Apps genommen. Ja, okay, nee, das ist mal gut sein. Die Frage ist so. Günstig Raketen, bitte. Einmal Gold, Rocket. Sehr geil, das ist nichts von Komet und Black Cat. Und jetzt so. Und zwei Einhorn-Pups. Andere Varianten, weil die gab es ja bei Lidl. Ich glaube, wir haben davon was. Hallo, da sind wir wieder. Wir laufen jetzt gerade zu Norma. Ja. Wollte jetzt mal ein bisschen erzählen, was so die ersten Eindrücke waren bis jetzt. Willst du anfangen? Ja, war doch bis jetzt ganz cool. Lidl war auf jeden Fall besser als gedacht, muss man sagen. Allein schon, wie wir es geregelt haben mit dem Lager, dass wir immer alles rausgegeben haben, war ganz schön. Ja, da bin ich auch. Der meint so, oh, wenn was leer ist, ab zum Lager. Und dann stand da auch gleich jemand, der hat immer nachgefragt, ja, was wollt ihr, was fehlt? Und wir haben Teamplay gemacht. So, ja, der nicht Friedrich so, jetzt lauf jetzt. Und ich bin hinter mit dem Wagen hinterher. Ja, eine Seite, andere Seite. Ich so, jetzt schmeiß rüber. So. Ja, nebenbei noch ein Energy mitgeschnappt. Ja, das war geil. Nee, ansonsten waren wir bei ein paar Läden. Jetzt bei mir in der Nähe war ein Feuerwerksladen, in Anführungszeichen. Pyrolux. Er wollte quasi für einen Rocket Rally. Achso, nee, nicht Pyrolux, das war dann. Nee. Das war bei mir in der Nähe, genau. Der wollte dann für eine Art Rocket Rally, könnt ihr kurz mal warten oder raten, in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie teuer das da war. Richtig, waren 50 Euro natürlich, ist ein Standardpreis, würde ich sagen. Deswegen laufen wir jetzt mal zum Norman und holen wir noch ein richtiges Rocket Ready. Ja, und jetzt haben wir auch gerade dank Jaron, unserem Fahrer, 2 GoPros. Ja. Deswegen wird Silvester auch ein bisschen Perspektivenwechsel geben, mal ein bisschen ausprobieren, weil ich eventuell auch nächstes Jahr mir eine GoPro holen wollte. Da können wir jetzt schon mal ein bisschen üben. Und ja, so erster Eindruck, Pyrolux, mussten wir ein bisschen lange warten. Aber geil, also Ausweis ist echt immer top. Gelohnt. Und wir haben Gratisartikel bekommen, wird ihr immer noch sehen. Oder habt ihr schon gesehen, je nachdem. Na, werdet ihr dann am Ende nochmal alles sehen. Achtung, Auto. Und jetzt gehen wir einmal zu Norma, nochmal Rocket Rally holen. Raketen für Vorfreude-Videos. Und ein paar für uns noch. Bin ich mal gespannt. Kaufland war auch relativ wenig noch. Da hat Thomas Phillips, da haben wir ja, glaube ich, gar nichts dazu gesagt. Da war echt leer. Also wir haben es auf Instagram gesehen. Da waren echt Hottentotten, sagen wir mal so. Da wurde echt viel... Leergeräumt, vor allem Albert. Ich glaube, Pyro Duo Hagen hat VE-weise das Zeug mitgenommen, fand ich lustig. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Ja. Fantastisch, oh klar. Ich muss die Playlist, ich habe keine Playlist gespielt, sehr gut.
Neue Überraschung. Wir wurden fündig. Einmal Shooting Star und einmal Rocket Rally. Dann hatten wir noch überlegt, die Supreme Shots zu nehmen für in den Boden stecken. Ja, aber 6 Euro für eins ist schon. Aber es kann sein, weil da stand 23 Euro drauf, hier. 23, dass die vielleicht auch billiger gewesen wären. Wer weiß. Wollen wir hier rüber? Ja, deswegen, also da waren leider keine Preise. Fand ich ein bisschen schade, also unübersichtlich. Auch für Leute, die die Prospekte jetzt nicht sehen und einfach hingehen, weil sie immer zu Norber gehen. Die wissen ja gar nicht, was sie zahlen oder mit wie viel sie zu rechnen haben. Schon ein bisschen schade gewesen. Aber trotzdem, Rocket Valley, schönes Set wie früher. Ja, mal schauen. Wir sehen uns dann zu Hause, wenn wir alles unboxen. Ja, kommt noch was? Ja. Gut. Dann sehen wir uns im Unboxing wieder. Oh, ein bisschen mit. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Und dann schauen wir mal rein, was wir alles heute geholt haben. Fangen wir mal an bei Lidl. Mit der Young. Sehr geil. Mit der Young und mit der Yin. Ich glaube, da hast du einfach nur zugegriffen, oder? Na, einmal ist zu viel. Ich meinte dann, so viel Felix hat da irgendwie einmal zu viel mitgebracht dann an der Kasse letztendlich. Aber egal, scheiß drauf. Yin und Yang sind geil. Na, ich habe die gar nicht eingepackt. Ja, keine Ahnung. Hat sich einer noch eingeschlichen. Ja. Und mit den Cracklings einfach nur geil. Eine geile Fontäne für das Geld. Aber dann kommen wir mal weiter. Da kann Nico mal erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt so viele Vulkane haben. Ja, wir sind da reingestürmt in den Lidl und ich eine Seite, Felix die andere Seite und ich sehe die Vulkane vor mir und so, nimm. Alle mitgenommen, die da waren. Okay, einen habe ich übrig gelassen, fairerweise. Aus Nettigkeit. Aus Nettigkeit. Die Reihe. Aus Höflichkeit, geile, aber geile Vulkane. Ein paar mal eingesackt. Da bin ich auch happy. Wenn wir schon keine Funke Galeras haben, dann die Vulkane. Auf die habe ich mich sehr gefreut, weil ich die im Pullentrip ziemlich geil fand. Die Twister, irgendwo müsste noch eine sein. Genau, dreimal. Also, falsch herum. Dreimal die Twister finde ich richtig geil. Schön lauter Aufstieg. Die werden auf jeden Fall zwei, drei auf einmal gezündet. So, dann kommen wir zu der Nachbestellung am Lagertor. Ja, stimmt. Die Sky Shots. Haben wir nochmal vier mitgenommen. Ich muss sagen, die sind auch ganz schön schwer. Wenn wir mal so anschauen, wie die da in der Packung drin ausschauen. Das sind geile Teile auf jeden Fall. Ich finde ja mittlerweile gut, dass viele von dem Plastik weggegangen sind, weil die waren ja eigentlich auch im Plastik. Boah, die sehen richtig geil aus. Sind schon nice, oder? Ja. Vor allem einfach, dass es im Discount auch 30er Bombenrohre gibt, wa? Ja. Ist auch eine coole Sache. Geil. Das schaut nice aus, muss ich sagen. Safe. Finde ich auch so viel besser als jetzt im Plastik. Vor allem, wir kosten ja auch 3,99 Euro, hast vier Stück. Bei der Norma kann man ja mal anspoilern. Kosten ja drei Stück 6 Euro. Ja. War noch ein bisschen länger, aber ja, so lang wie die BKS-Rohre von Pyroland. Dann zweimal die Laser haben wir mit eingepackt. Ein Klassiker. Man muss echt sagen, umso älter man wird und dass wir jetzt alt sind, aber keine Ahnung, da sind Fontänen einfach nochmal irgendwie geiler. Ja. Und einmal die Bloody Brilliant haben wir auch nochmal im Lager abholen. War eigentlich auch nur einmal geplant, jetzt sind zwei geworden. Ja. Aber besser haben als brauchen, ne? Aber ich meine, Bloody Mary geht immer. Die Daredevil? Haben die wollte ja Nico abgefangen. Oh ja, da war ich echt mal gespannt. Da haben ja viele Leute, wie zum Beispiel ein Pyro Extrem, Mr. Pyro Manager oder auch ein Apple Explosion von Beschwerden. Ich muss sagen, von der Charge. Ist ganz schön schwer für die Größe, muss ich sagen. Wenn man das jetzt mit hier so einem Riakeo-Teil oder so vergleicht, ist die ganz schön schwer. Also ich kann mir vorstellen, aber so ein Gussteil ist es nicht. Hat auch 480 Gramm NEM, war schon ein fettes Ding. Ja, aber so schwer. Vielleicht ist da eine fette USB-Platte unten drin. Wer weiß. Dann die Matrix zweimal. Und bei der bin ich ja sehr gespannt. Die hat ja Nico immer so hoch. Dann soll sie dann mal zeigen, was sie kann. Ich finde es ein geiler Teil. Die machen einfach Spaß für das Geld. Vor allem zum Aufglühen. Einfach nur nice. Und dann zuletzt bei den Artikeln noch die kubische Kanonschläge. Kannst ja gerne mal aufschneiden. Lass uns mal einer gucken. Ob die schon vergammelt sind oder. Und dann fehlen nur noch die Raketen von Lidl. Oh, schön vergammelt, so muss das sein. Na, das ist eher der Kleber noch. Meinst du? Ja, das ist alles Kleber. Ist alles. Aber hart. Sehen gar nicht schlecht aus, wa? Ist relativ, guck mal, hier siehst du noch. Ja, mal gucken. Ist alles Kleber. Vielleicht haben wir was geplant mit Kubis, wer weiß. Obwohl, der ist schon ein bisschen vergammelt. Boah, aber so muss das. Aber der sieht so nass aus, weil das Ding so rötlich ist. Oh, bin ich mal gespannt. Lieber Wein muss gut reifen. Ja. Der muss atmen. So.
Tüte ist leer. Dann holen wir einmal kurz die ganzen Raketen her. Und natürlich nicht zu vergessen noch die Double Crusher. Die haben wir ja auch noch geholt, die lagen auch das noch. Das war aber auch bisher. Felix auf der anderen Seite hat die am Start. Ich so, los, gib sie mir rüber. So, bam, 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 in den Einkaufswagen. Schlag auf Schlag. Ja, aber so ist auch schon mal ein geiles Bild. Müssen wir eigentlich schon gleich direkt ein Bild für YouTube machen. Aber vielleicht, warte mal. Machen wir hier gleich ein Bild für Thumbnail vielleicht. Na, machen wir so. Kurz Pause, warte mal. So, da sind wir wieder. Schnell ein Bild gemacht für YouTube. Und ja, ihr seht die Double Crusher und hier noch einmal nicht nur aber zwei. Aber sind auch fette Teile. Mach mal eine Packung auf. Ich würde gerne mal anschauen. Ah, ich wollte jetzt hier einen Übergang machen. So. Man muss auch mal kicken, weißt du? So, zack. Na komm, zack. Das sind schon fette Teile. Ja. Muss ich von der Größe, glaube ich, kommen sie mit den Flashbangs von Nico ganz gut. Naja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, dass sie die sogar als Vorlage genommen haben, weil ich glaube, der Ständer da unten ist. Aber der ist halt nicht so schön. Aber ja, nee, die sahen ein bisschen anders aus. Sieht ein bisschen schmutzig aus, habe ich das Gefühl, oder? Naja, Hauptsache, so ein bisschen staubig. Hauptsache sie knallen. Ja, dann kennt man die Effekte. Ja, der eine ist rot, blau. Boah. Erkennt man auf jeden Fall die drei unterschiedlichen Effekte. Da bin ich mal nicht mal, aber ich frage mich, wie auf die Idee kommt. Drei Effekte und 10 Stück? Das ist ja ein Effekt immer zu viel. Hätten sie auch 12 machen können. Aber besser als 9, wa? Naja, sag ich ja, hätten sie 12 machen können, dann von jedem 4. Hätten aber auch 9 machen können, dann sind 10 auf jeden Fall besser. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall jetzt noch nicht nur 2-mal, nicht nur 4-mal, komm her, sondern 5-mal die Ghost and Phantoms. Ja, die waren sogar noch ziemlich spannend, die wollte anscheinend keiner haben, aber dachte ich mir, dann schnapp ich mir die halt. Ich finde die richtig geil, muss ich sagen. Sind auf jeden Fall jetzt einer meiner Lieblingsraketen mittlerweile. Da sind wir auch mal gespannt, war von der neuen Charge, ob die wirklich so enttäuschend sein soll oder ist. Da wird auf jeden Fall jetzt nochmal ein Update-Video kommen, sagen wir mal. Ja. So. Charge 2023. Ob es sich gelohnt hat oder nicht. Aber es sieht schon mächtig aus, wenn man die so hochnimmt. Geil. Und dann haben wir, schiebe ich mal das ein bisschen vor Domino Day. Perfekt. Was wir auch geil finden, die Verpackung von ja. High-Speed Rockets. Richtig geil. So. Hier. Zack. Ich finde es ja geil, dass hier mittlerweile so viel macht man anscheinend hier auf. Ich finde ja geil, dass die mittlerweile so viel Pappe benutzen. Ja, okay. Wie schauen sie denn aus? Guck mal, so oben ist auch Pappe, war es auch kein Plastikkappe mehr oben, sondern ist zugestopft, wie bei Kanonenschlägen damals. Die, das ist halt Effektbombe. Ja, die Effektbombe. Naja. Liegt halt genau drin. Ja, aber sonst ganz schön. Ja. Aber ich frage mich, ob das beeinträchtigt, wenn sie halt quasi keine richtige Spitze haben, sondern so eingedrückt. Mal schauen, wie die fliegen. Aber guck mal hier. Kannst du auch so geht auch einfacher jetzt, war früher mal manchmal einen Krampf, die abzubekommen. Das ist schon echt geil. Haben sie, glaube ich, sogar ein bisschen festgeklebt, dass die nicht direkt rausfliegt. Aber finde ich geil, so alles Pappe. Ich weiß ja noch bei den Zink 909, Alter, mit dem Alu-Teil. Das war gefährlich. Also hast du immer ein bisschen Aluminium zum Einschmelzen. Mhm. Wenn er so einen Schrotthandel hat. So, dann nehmen wir die mal zur Seite und dann können wir zum Purolux Unboxing. Bis gleich. Brocade Bro, richtig. Ja, ihr seht schon, ein Brecher. Bei dem müssen wir uns mal die Frage stellen. Wir haben kaum Videos davon gefunden. Und wenn dann? Schon der F3. Stand F3 drauf. Und was ich herausgefunden habe, hier steht 49 F3. Zählt das jetzt mit SF3? Weil ich glaube, hier unten steht irgendwo F2. Echt? Aber ja, hier steht K2, F2. Aber warum steht online überall F3? Das verstehe ich nicht. Naja. Auf jeden Fall denke ich, wenn sie früher mal F3 war und jetzt F2, müsste sie eigentlich ziemlich fett sein. Vielleicht hat sie noch die BAM-Nummer von F3. Ja. Aber. Weil die hat fast 20 Gramm auch pro Schuss. Ist gar nicht so schlecht. Ja. Deswegen fast full. So, dann. Auch zum guten Preis, war wie teuer? Ja, genau. 66,66 €. Kommen wir mal zu unserer schicken Pyrolux-Kiste. Einmal die Mushroom mit Salut. 25 Schuss. Die war ganz cool. Geil. Worauf ich mich auf jeden Fall freuen werde, wo ich unbedingt mal reinschauen wollte, ist die Killer Rockets von Pyro, von Jorge. Haben wir direkt leer gekauft auch. Ja, die letzten. Charge auch, ganz interessant.
So. Müssten auch die neue sein von 2023. Hat Momo schon herausgefunden gehabt. Sind gar nicht so groß. Nö. Was hat jetzt eine? Müsste 16 Gramm sein. Ja, 16 Gramm hat eine. Sollen ja quasi eine Kopie sein von den Sternraketen. Ja. Hätte Funke welche am Start gehabt, hätten wir lieber die geholt. Ja, aber ich glaube, die werden halt nicht mehr produziert. Aber du meintest, bei Jorge steht immer ein Badge, ja. Ja, war doch Hintergrund, haben wir schon herausgefunden. Dreh mal um. 2013 war es, glaube ich. Nee, 2023. Die genau, deswegen ist die neue Charge. 1.2023. Und die haben wir nicht nur einmal, sondern gleich. Dreimal, 10 Stück. Wir wissen ja, Kopien von Funke sind jetzt nicht so geil, aber wenn es halt keine Funke-Raketen gibt, ist halt das die nächste Möglichkeit, an was ranzukommen. Ja, genau. Es tut uns zwar auch leid, wir hätten gern lieber Funke gehabt, aber wir brauchen halt geile Raketen. Und deswegen haben wir auch nochmal bei geile Raketen die Phoenix-Raketen mit zugeschlagen. Leider gab es die nicht als ganzes Set, sondern eher einzeln. Deswegen haben wir, glaube ich, fünfmal den gleichen Effekt, weil die alle gleich ausschauen. Warte mal, hier steht A. Vielleicht ist das A. Ja, ich glaube, das ist alles A. A vom Set. Dann müssen wir nächstes Mal auf. Ja. Auf Corolla-Schweifaufstieg zu Corolla Reine mit roten Linksstern. Oh, das klingt aber ganz gut. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. 4 Euro pro Stück. So zu mitnehmen, jetzt völlig okay. Mal schauen, vielleicht sind es ja besser als die Zink Z1, die für 5 Euro gehandelt wurden. Vor allem auch, fand ich irgendwie lustig, so die Zink-Raketen Z1, Einzelstück 5 Euro, Paket 45. So, dann haben wir aber trotzdem mal vom Funke die Five-Raketen mitgenommen, mit Silbercrackling, Silbercrackern und Knall sogar. Ein Klassiker schon fast, ja, würde ich sagen. Jetzt die sind ganz geil. Und hier ist schon eine kaputt. Nice. Und hier rutscht eine gerade raus. Hä? Okay. Rutscht die so raus? Ich ja, die ist nicht mehr drin. Die ist vom Papier einfach abgerutscht. Ja, deswegen, ja. Okay. Aber die... Ah, hier ist ja eine von dem anderen. Stimmt, müssen wir noch dran kleben. Komme ich an die so einfach ran? Wir haben quasi... hier. Mit die wollten wir miteinander vergleichen. Ja, die sind auch mit Scream und Knall. Und die ja auch... Die sind ohne Knall, die rechts. Die haben so eine Art Shit-Effekt oder Zerleger. Ja, du meinst links. Ja, genau. Mit Blinkern. Also. Mit Blinkern sind sie haben. Sollen aber ganz gut sein. Und vor allem 6 Stück für 3,33 Euro. Hier steht jetzt keine Grammanzahl. Macht man nichts verkehrt. Doch, 30 Gramm, 6 Stück, 15. No. Nee, 15? Nee, weniger. Naja. Also, ich, ach, keine Ahnung. Wir sind durch, haben nicht geschlafen. Ne? Wir sind müde. Dann, zum Test noch einmal, die Donnerröhre. Dann die Condor fanden wir sehr gut, dass wir die noch rangekriegt haben, wenn wir schon keine Dings haben, keine Galeras oder keine Dings, Crackling Birds, dann halt die. Zum Testen auch nochmal, Kanonschlag vergleichen wir auf jeden Fall. Die hatten wir ja sogar, schau mal, die waren sehr überzeugt. Deswegen Export-Kanonschläge haben wir jetzt eine gute Erfahrung gemacht. Genau. Davon haben wir nämlich auch 2 Packungen. Dann einmal die knallfreche D von Funke. Sehr gut. Ich finde es sehr geil, dass sie eine graue Lunte haben. Einstellungsmerkmal, da sonst kann niemand. Ja. Dann auch nochmal einmal. Ah, nee, die sind von woanders. Die kommen später noch einmal. Die Galaxy-Bombenrohre. Einfach mal. Irgendwo habe ich gelesen, dass die ganz geil sein sollen. Mit 4,9 Gramm. Deswegen, ich glaube, ist sogar Effekt. Ist nichts mit Salut. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was die anrichten. Vor allem können wir die auch einfach mal so mit, ich glaube, die haben 3 Euro gekostet mit den Double Crushern. Vor allem, wir können vielleicht mal einen Effekt-Bombenrohr-Vergleich machen. Jetzt hatten wir einen Bombenrohr-Vergleich. Können wir oben rechts verlinken. Vielleicht dieses Jahr mal mit Effekten. Ja. Und weil wir ja noch nicht genügend 30 mm 13 Schuss Argento-Batterien haben, haben wir die Plasma nochmal geholt, weil die fehlt uns noch. Wir haben hier zum Beispiel die Primavera, die Expression, Eisblume, Scorpio, Ultramarin, aber die Plasma haben wir noch nicht. Gerümmt dazu stehen. So, dann haben wir hier nochmal mehr von diesen dummen Screens. Vulcane. Haben wir einmal den von Expo. Oh, der ist richtig leicht. Oder? Habe ich ja gesagt. Was hat denn der? 40 Gramm. Eine Mogelpackung. Und wie viel hat der von Jorge? Der von Jorge hat 220. Oh, sind sogar noch die guten. Steht ein Datum drauf? Eigentlich steht es ja immer mit dazu, unten. Ja, vielleicht ist das überklebt. Nee, drehen wir nochmal um, wo du gerade
die NEM gesehen hast. Da beim Schwarzen. Ist meistens so ein Mandatum, oder? 2013. Boah, ja, noch ein richtig alter. Naja, auf jeden Fall eine ältere müsste es sein. 2013, steht hier. Also ein sehr alter. Steht hier irgendwas? Nö. 1859, nee. Aber bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall 210 Gramm können wir ja mal in einem indirekten Vergleich eigentlich? Der 250. Ach so, und da siehst du? Aber der. Der ist halt ein bisschen schwerer. Auch wenn es nur 40 Gramm sind, aber der geht trotzdem. So. Oh ja, hallo. Fontäne sind auch nicht weit. Die Goldfontänen von Funke. Sind einfach hatten wir schon mal. Waren wir sehr überzeugt von. Ja, die waren richtig gut. Da meinten ja sehr viele, ja, die müsst ihr ein bisschen höher stellen. Wenn wir dieses Mal machen, vielleicht wird es ja auf jeden Fall nochmal aussagskräftiger. War kein richtiges Wort. Aussagekräftiger. Aussagekräftiger, genau. So, dann haben wir einmal noch die Super Color Fontens. Hatte ich bis jetzt Gutes gehört, noch nie getestet. Ist irgendwie auch ein Klassiker. Mal gucken. Ja. Ist das hier wie bei Reibköpfen zum Anzünden? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, so ähnlich wie am Anfang. Das aber Jorge, du müsst ja auch noch. Jetzt würde es mich mal interessieren. Steht überall 2013 auch ziemlich alt. Ich glaube, irgendwas ist immer da falsch, ob alles 2013 ist von Jorge. Vielleicht produzieren die halt einfach nichts mehr seit 2013. Dann haben wir noch einmal die Glanzpunkte. Das sind geile Teile. Dann haben wir auf jeden Fall sehr viele Feuervögel geholt zum Vergleichen. Einmal die Vampir. Sogar zweimal. Dann noch einmal, die waren mit auf dem Zettel drauf, wo wir keine Ahnung hatten, welche Marke das ist oder wie die hießen. Die heißen Whistle Airplane. Und zwar sind die, glaube ich, auch von Jorge. Das ist mal interessant, stimmt. Klasik. Klasik? Ja, an der Seite. Hier, hier, hier. Da. Oh, nice. Wow. Mal schauen, bin ich gespannt. Sind wir mal aber Klasik eher so ein bläuliches, man kennt ja eher so eher schwarz gehaltene Designs. Oder eher etwas röter. Naja, wegen Dumbo, Dumbo Scream, ja. Ja. Naja. So, dann haben wir hier nochmal die, sehen schon ein bisschen ranzig aus, finde ich, aber die Dragon. Aber Pyromax ist ja auch eine gute und bekannte Marke. Dragonfly von Pyromax. Ja, Pyromax ist auch so eine typische polnischer Hersteller. Echt, Pyromax ist Polen? Ja. Okay. Die waren immer deswegen blau-rot, das Logo. Mhm. Dann von Funke, die Silberfontänen. Geile Teile. Ja. Sind zwar F1, aber von der Höhe sind die so, seien sie F2 Stück. Vulkane. Aber hat nicht so lange. 10 Stück, dann leider. Können sie auch nicht so groß sein. Die sind kleine Dinger, sind aber, sollen cool sein. Oh ja, erinnere mich hier so ein bisschen Alu. An die Stroboskop, die so extrem hell waren. Bin ich mal gespannt, wie hell die werden. Ob die uns auch die, die Augen wegbrutzeln werden. So. Zu den ganzen Gratisartikeln kommen wir danach. Dann waren wir froh, dass es doch nochmal Knisterteufel gab. Oh yeah. Wir hatten jetzt einmal den Berlin-Mix und einmal den Pink-Mix, glaube ich. Und hier haben wir jetzt einfach Feuertöpfe Doppel-Crackling. Also sowieso schon Crackling, jetzt noch mehr. Bin ich mal echt gespannt. Haben wir auch noch nicht. War alle mich auch mal gespannt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es auch nur Crackling gibt. Deswegen geil. Nice. So. Das ist alles gratis. Dann Vulcan Fantasy. Mach mal bitte auf, würde mich mal interessieren. Weil ich schon noch keine Marke. Das F1, hat du aus dem F1 denkst du, genau. Ah, oh, okay. Aber sie sehen ganz schön groß aus. Aber welche Marke ist das auch? Boah, ganz schön big. Mogelpackung oder was? Ja, wahrscheinlich, 6,5 Gramm. Ja, okay. Pure Art. Oh, kicken wir mal, wa? Ja, bin ich mal gespannt. Dann, das war schon noch einmal vollständig haben. Aber trotzdem finde ich die geil, die Neon Clouds. Für 7 Euro kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Sind richtig geil, finde ich. Safe. So, dann. Die haben ja im Bombenrohrvergleich so krass abgeschnitten. Oder fand ich richtig gut. Die Aftershocks. Oh ja. Die haben wir gleich 6-mal mitgenommen. Für 2,75 Euro macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Also, die sind geil. Ja. Leider hat nicht jedes Bundesland oder jede Stadt einen Pyrolux, deswegen ist es halt schwierig, anstatt den Flashbangs die zu kaufen. Aber wenn er an die kommt, für die Größe, ich glaube, geil. Mit die lautesten auf jeden Fall vom Markt. Dann haben wir bei Pyrolux auch nochmal einmal die passt gar nicht in die Verpackung. Die Skybonds.
Die kannte ich früher so aus dem Laden, muss ich sagen. Aber das Besondere ist ja, da sind 5 Stück drin und bei Lidl verkaufen die nur mit 4 Stück. Na, die sind auch ein bisschen dünner, habe ich das Gefühl. Weißt du? Weil die ich kenne, sind ein bisschen, die Wandung ist ein bisschen dicker. Ja, aber ja, da sind 5 Stück drin, war ja. Das ist ein Effekt quasi mehr drin als bei denen von Lidl. Ja, schön. Dann Schuku Schuku, mal anders. Die und zwar Small Cook von, müsste auch Pirat sein. Glaube ich, oder? Ja, Pirat. Sind aber geile aber Teile. Aber kommt mit dem Design länger. Sehr nah, finde ich. Ja, die sollen aber auch sehr geil sein, habe ich gehört. Die können wir auch mal mit den von Funke vergleichen. Sind zwar ein bisschen kleiner, aber vielleicht können sie ja ein bisschen mithalten, wenn sie überraschend gut sind. So, dann bei dem ganzen Einkaufspreis hat uns natürlich Pyrolux auch nochmal Gratisartikel mitgegeben. Als erstes haben wir die Tropic Zapki bekommen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, Knallfrösche. Schneiden wir einfach mal auf. Das würde mich mal interessieren, was wir... Obwohl, muss ich gar nicht hier aufschneiden. Achso, ja. Ah doch, Knallfrösche, aber ganz schön kleine. Und die laufen schon ein bisschen aus, ja. Aber Tropic, muss ich sagen, die Böller sind auf jeden Fall echt geil von P1. Und Nico steckt mir gerade noch die, weil sie hinten auf der Couch lagen, die Top 10. Da waren wir so ein bisschen zwiegespalten erstmal, ob wir die holen. Ich meine, ja, was kann er uns noch vorschlagen? Die brauchen noch Raketen oder so. Dann habe ich so die Top 10 gesehen und dachte mir, wow, vielleicht kann man die ja mal ausprobieren. Dann hat er drauf geguckt und meinte so, ah, 10 Gramm, schaut mal. Und dann hat er halt quasi hier unten drauf gehalten. Das sah aus wie eine 10, aber dann haben wir es mal ein bisschen hochgehalten und es sind 19,4 Gramm. Also kann einiges raus. Ja, hätten sie mal 0,6 mit reinmachen können. Sind ja mehr als bei den Killer Rockets, weil die Killer Rockets haben ja nur 14 oder 16 Gramm oder so und die haben halt 20 fast. Ja, und wir haben 6 verschiedene Raketen, deswegen Effekte. Bin ich mal gespannt, was da rauskommen wird. Ob die vielleicht mit 20 Gramm von Funke mithalten können. Jorge, finde ich ja manchmal die Raketen auch ganz geil. Mhm. Zum Beispiel auch die Killer sollen ja genauso sein wie die Sternraketen, deswegen schauen wir mal. Aber jetzt geht's weiter mit den Gratisartikeln. Als zweites haben wir dann auch einmal die The King bekommen. Finde ich eigentlich ganz geil, weil dann können wir die mal mit den Honey Badgern vergleichen lassen. Normal kriegt er eine Packung für 10 Euro und hier haben wir die jetzt einfach gratis dazugekommen. Fand ich ganz geil. Safe. Ein Datum steht leider nicht drauf, würde mich mal interessieren, ob die überhaupt nochmal hergestellt werden. Aber ich 30 glaub, ja. Gramm, 5 Stück, 6 Gramm pro. Das ist schon F2, auf jeden Fall eine nicht Ansage. P1. Nicht P1 wie Funke. Oder? Und als Highlight haben wir dann nochmal ein kleines Paket Superbälle 2 bekommen von Funke. Finde ich auf jeden Fall jetzt richtig geil. Sind die 9. Ja, bei dem brauchen wir nichts sagen. Die sind halt einfach geil. Kauft die bei Nick im Shop noch mit unserem Code. 3% sparen. Wird auf jeden Fall sexy. Darlin 3 nicht vergessen. Ja. Und dann kommen wir als nächstes zu Kaufland, oder? Ich glaube Kaufland, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Zu Kaufland. Da haben wir einmal, zweimal die Sexa Gold Rockets mitgenommen für 8,88 Euro. Und weil wir sie im Lidl nicht bekommen haben, quasi die Einhorn-Pups-Ersatz. Jetzt haben wir den Lama-Pups. Den Lama, Dancing Lama haben wir. So. Aber ich wollte einmal in die reinschauen. Man muss ja sagen, für 8,88 Euro sollen sie eine sehr gute Alternative sein, die von Deko. Also ich finde den Schritt, den sie gehen hier mittlerweile schon echt gut. Mit der Pappe gefällt mir richtig gut. Safe. Bin ich auch mit dafür, muss ich sagen. Und Leute, die was dagegen sagen, die haben einfach mal die Fresse halten. Kleiner Front. Weil, wen juckt das jetzt, ob die Dinger in Pappe sind, ob das Pappe, Plastik oder was... Sollte daran stören, dass das jetzt Pappe ist. Ich finde es richtig gut, solange der Effekt da drin halt kein leiser Effekt wird, sondern halt einfach so bleibt. Also ich verstehen kann, dass er wegen Nostalgie, weil es immer Plastik war. Aber ich finde Pappe nicht schlecht, macht halt viel her, waren so umweltfreundlich, also von daher. Ja, deswegen, also. Finde ich es okay. Aber. Okay, so geht's auch. Haben sie nicht wie die anderen einfach so leicht reingesteckt und dann quasi so umgewellt, sondern haben sie so gemacht, dass man es abreißen kann. Liegt dann zwar trotzdem irgendwie, finde ich, dann schnell mal irgendwo rum, aber ist auf jeden Fall biologisch abbaubar, finde ich richtig gut. Ja, muss ich sagen. Safe. Gefällt mir. Aber ich werde mal schauen, was eine hat. 18,99 Gramm. Ist aber gut. Hallo, für das Counter-Rakete, 18 Gramm. 18,99, was hat gedacht. Die denn insgesamt? Das muss ja eine komische Summe ergeben. Steht das irgendwo hier drauf?
113,94 Gramm. Aha, das ist mal irgendwie eine komische Summe für Raketen. Aber ja, finde ich geil. Muss ich mal echt, wollen wir echt mal schauen, wie die wirken. Aber es sind, glaube ich, jetzt dreimal die gleichen, also sechsmal die gleichen Effekte. Echt? Davor war es, glaube ich, einmal Crackling und einmal Goldweide. Weide, ja, genau. Ja. Hm? Und ja, die freue ich mich auch, muss ich sagen. So, und von Kaufland ging es dann für uns nochmal direkt zu Norma. Aber davor, was wir nicht erwähnt haben, waren wir bei Thomas Phillips. Stimmt, ja. Da gab es leider keine Albert-Batterien mehr, deswegen haben wir nur noch Cubic Zander gekriegt. Und die meinten, also als wir dann zur Kasse gegangen sind, vielleicht füllen sie morgen oder übermorgen nochmal an, da kam gleich der Mitarbeiter dagegen. Nein, hat er direkt verneint. Da wird auch leider nichts mehr kommen. Finden wir schade. Ich finde es richtig schade. Alter, aber kannst du gerne mal einen Cubic Zander rausfinden? Die hatten ja, damals, waren sie nur mit die besten Kubis, die man so kaufen konnte. Hatte ich nie, deswegen bin ich mal gespannt, wie sie sind. Vielleicht kommt ein Vergleich, mal munkeln. Ich ziehe mich da ja schon das Messer in der Hand. Zeig mal. 10 auf jeden Fall. Eigentlich ganz gut vor. Ja. Ja. Aber der sieht richtig gut aus. Der liegt anscheinend schon ein bisschen länger. Wie viel NEM hat einer? Wäre auch mal interessant. NEM 6. Ist gut? Okay. Ja, das ist richtig gut. Ja. Können wir ja mal so einen kleinen Mini-Vergleich. Weko, Keller und Komet. Explode. Komet nicht auch? Hat man nicht irgendwo Komet? Nee, oder doch vielleicht. Ah, keine und Ahnung. Pyroland haben wir auch. Ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt ein paar. Ja. Aber jetzt ging es danach zu Norma. Da haben wir einmal, um die miteinander zu vergleichen, die Nico Shooting Stars wollen wir mit den Double Crushern vergleichen. Ja. Ihr seht ja schon, der Unterschied. Nicht mit den Double Crushern, ja, wobei, ja, allgemein. Ist halt der Größen und ist halt beides, Nico. Ist halt die Frage. Also. Aber da kommt nicht viel raus. Also deswegen ja, gleich vorweg. Die haben halt so wirklich die Flashbang-Größe. Da wird halt nicht viel rauskommen. Aber gleich vorweg, ich würde sie wahrscheinlich nicht kaufen. Ist einfach nur für Testzwecke. Ja. Er kriegt auf jeden Fall für das Geld bessere. Und was war, wo auch ein kleiner Preisfehler draus stand, muss ich sagen. Vielleicht eine Anleitung fürs nächste Jahr, mal munkelt. Ja. Hier stand nämlich 23 Euro und wir haben die für 20 Euro gekriegt. Wir dachten schon, oh, haben sie jetzt ein bisschen angehoben den Preis, weil halt doch nirgendwo was stand. Ja. Aber ich glaube, das ist mittlerweile Vorschrift, dass die überall jetzt Pappe haben müssen. Weil die haben auch alle diese Pappdinger. Stimmt, ja. Finde ich richtig gut. Weil das sind, glaube ich, die wieder zum Wegreißen. Finde ich gut, muss ich sagen. Aber das heißt ja, dass die Verpackung ja auch neu sein muss. Und dann mit dem Preis von 23 Euro, ich glaube, nächstes Jahr können wir uns mal überraschen lassen. Aber finde ich nicht schlecht. Die werden dann wahrscheinlich hier in so einer Paket wie bei den Hikespeed Rockets. Ja. Und dann haben wir nochmal für die Mädels. Bei Kaufland übrigens. Ja, naja. Von der Kerzen geholt. Genau. Die gehören hier mit auf den Stapel. Und ja, das war es eigentlich soweit, oder? Ja. Sind wir alles durch? Wollen wir nochmal alles zusammenbauen? Können wir machen. Eine kleine Edit am Rande. Nee, das dauert immer so lange. Aber ja, wir machen einfach ein Edit.